Hallo ihr Lieben, ich habe hier eine Zeitung vor mir liegen und zwar ist das die letzte oder vorletzte Apothekenumschau, also die Rentner Bravo. Hier, dass ihr das seht, die Apothekenumschau, also ein seriöses Blatt. Und meine Aufmerksamkeit blieb bei einem Artikel hängen, ihr seht diesen entzückenden jungen Mann hier. Und zwar geht es darum, dass Männer bei Schönheitsoperationen aufholen. Hier steht, für die Schönheit legen sich längst nicht mehr nur Frauen. Und das Messer im vergangenen Jahr erreichte der Anteil der Männer das Rekordhoch von 17,5%. So die Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Plastische Chirurgie. Im Jahr 2009, hört, hört, waren es erst 9,6%. Ganz oben auf der Behandlungsliste stehen Augenlidkorrekturen. Etwa jeder fünfte Patient ließ sich Tränensäcke oder Schlupflider entfernen. Es folgen dann Fettabsaugen und Nasenkorrekturen. Bei Frauen sind es dann noch auf die Brüste, Bauchstraffungen etc., Gesichtslifting. Ja, also das ist ein schwieriges Thema. Eigentlich ist es ein ganz einfaches Thema. Wir reden über alles. Wir haben Facebook, wir haben Instagram, wir haben Twitter. Alles wird losgezwitschert. Jeder hat irgendwas zu erzählen und jeder gibt natürlich sich oder versucht sich toll darzustellen. Ist ja auch völlig legitim. Aber oft wird eben auch so ein bisschen gemogelt und geschummelt und gerade dieses Nachhelfen, also diese plastische Chirurgie ist doch einen wahnsinnigen Boom, hat die erfahren in den letzten, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren. Also früher war es eben nach einem Unfall, was weiß ich, hat man sich erstmal zum plastischen Chirurgen, hat sich wieder herrichten lassen. Also da ging es nicht um Schönheitsideale. Also es gibt natürlich ganz extreme Beispiele in Amerika, also wo dann schon junge Frauen sich operieren lassen nach ihrem Schönheitsidol. Nee, so lange ist das noch gar nicht her. Quatsch, es ist sogar länger her. Denk mal an Bo Derek und damals diese Linda Evans aus dem Denver-Clan. Die hat nämlich den gleichen Schönheitschirurgen als Ehemann. Die sehen nämlich total identisch aus miteinander. Also hat man auch schon in den 80ern, aber doch nicht so extrem. Also heutzutage ist es also nicht nur den Stars vorbehalten, sich also an sich etwas machen zu lassen, sondern auch ganz Otto Normalverbraucher. Die Verkäuferin, die Lehrerin, die, also nicht nur die Schauspielerin und also der Star möchte schön aussehen, sondern auch jede normale Frau. Weil ne, 30 ist sie, oder nee, 40 ist die neue 30, 50 ist die neue 40, 60 ist die neue, ach, keine Ahnung. Also wir sind ja alle jünger, wir fühlen uns jünger, wir werden alle immer älter. Das ist nämlich genau der Punkt. Vorher waren die, also früher waren die Leute mit 40 schon tot, heute werden wir alle alt. Und nun versucht man uns natürlich durch geschickte Manipulation und Werbung uns klar zu machen, ja, also ne, womit wir unser Alterungsprozess aufhalten können, ist alles ganz gut und schön. Aber Fakt ist nun mal, das Gesetz der Schwerkraft zerrt alles nach unten. Das Bindegewebe lässt nach, es wird alles schwächer im Alter und es kommt alles ins Hängen. So, und besonders, ich möchte über Schlupflider, über Augenlidkorrekturen sprechen. Auch über meine. Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich mich jetzt hier hinsetze und da irgendwas erzähle, weil ihr kennt mich erst seit Ende Mai. Ich fange jetzt mal an. Ich habe, also ich bin wie gesagt 55 Jahre alt und habe lange gehadert, ob ich mit meinen Augenlidern etwas machen soll. Weil ich hatte auch ein ganz, also gerade diese Seite, also wir haben nicht zwei gleiche Gesichtshälften, also auf dieser Seite war es ein bisschen schlimmer. Ich hatte also ganz, also ein ziemlich stark ausgeprägtes Schlupflid. Also das war so schlimm, dass das also, dass man so diesen traurigen, müden Hundeblick überhaupt nicht losbekam, man immer müde aussah und ich konnte mich gar nicht mehr richtig schminken, ich musste das Augenlid nach oben heben. Also das ist wie gesagt eine genetische Geschichte und auch eine Altersgeschichte. Und das hat mich wirklich gestört. Mich hat das wahnsinnig gestört, dieses Schlupflied. Und ich bin 5 Jahre damit schwanger gegangen, ob ich das nun machen lasse oder nicht. Weil man natürlich auch, also man hat Angst, ne? Es ist am Auge. Man hört immer sehr viel, was da alles schief gehen kann. Das heißt, man hört in dem Moment Dinge, die schief gehen können, obwohl millionenfach das gemacht wird jedes Jahr. Und
Zum größten Teil geht es ja auch gut und die Leute sehen toll aus. Und am besten sieht es natürlich aus, wenn man gar nichts sieht. Also wenn, ne? Also, die Sache ist die, es ist jetzt genau im März vor einem Jahr gewesen, als ich mich entschieden habe, loszurennen. Das heißt, ich habe natürlich das Glück, dass ich einen plastischen Chirurgen kenne. Und also bitte geht zu keinem Schönheitschirurgen. Es muss ein plastischer Chirurg sein, auch kein Unfallchirurg. Ich habe eine Freundin, die hat mir irgendwas von einem Unfallchirurgen erzählt, wo sie hingehen will. Also ein Unfallchirurg, der fliegt zusammen. Ne? Also sucht euch bitte einen guten plastischen Chirurgen. Lasst euch zeigen, was der gemacht hat. Am besten über Empfehlungen. Also die Wahl eines guten Arztes ist schon mal der erste Punkt. Und ich kenne ihn, wie gesagt, privat und der lag mir jahrelang in den Ohren, Mensch, lass da mal was machen. Und du bist noch so ein junger Typ, aber dieses Auge, also gerade besonders dieses rechte Auge, ich habe auch mein Matschauge gesagt, das ist, also das trübt so. Ich habe auch gar nicht mehr richtig gesehen. Also das war wirklich ziemlich krass. Und ich habe dann mal rumgegangen, nee, ich traue mich nicht und ich weiß nicht. Und dann habe ich immer andere Frauen mir so angeguckt, so, also was man so im Fernsehen sieht, also Leute, die man so kennt, also Stars zum Beispiel, Iris Berben, und da sag ich, mein Gott, die ist 10, 15 Jahre alt, die sieht so klasse aus. Und dann hat man so verglichen, wie sah die mal, die sehen sie alle besser aus als früher. Und viele Frauen haben doch was machen lassen. Und da war ich wirklich begeistert. Es gibt auch schlimme Beispiele, wie Hildegard Knef zum Beispiel oder auch unsere Tage, Dagmar Berghoff, wenn einfach zu viel gemacht worden ist. Es gibt auch ein paar wenige schlimme Beispiele. Aber an denen sollte man sich ja nicht irgendwie orientieren. Jedenfalls hat der, wie gesagt, eine Untersuchung gemacht, hat mir dann am Computer gezeigt, wie das aussehen wird, wenn es fertig ist. Und es wird dann aber auch gesagt, dass man, also man sollte das nicht unbedingt in den Sommermonaten machen, weil das ist eine ganz junge Haut, die dann, weil diese übergelappte Haut, die wird ja praktisch entfernt. Das ist eine Lidkorrektur. Und diese junge Haut, die dann zum Vorschein kommt, die ist natürlich wahnsinnig empfindlich. Also man sollte es in den dunkleren Monaten machen, also im Frühjahr spätestens. Und dann braucht es wirklich, es braucht ungefähr ein Jahr, bis das dann so ist, wie man sich das vorstellt. Ich meine, ihr kennt mich jetzt seit Mai letzten Monat und letzten Jahres. Und ich habe mich also immer so präsentiert und habe auch mal das so erwähnt, so ein bisschen mit der Narbe, aber bin nicht weiter ins Detail gegangen. Aber ich dachte mir, dieser Artikel hat mich jetzt wirklich bewogen zu sagen, mein Gott, wenn das so viele Kerle machen lassen, werden es ja bestimmt auch einige Frauen machen und viele, also so hinter vorgehaltener Hand, also die sagen nichts. Trauen sich nicht. Es ist irgendwie peinlich, macht man nicht. Nee, oh Gott, Schönheitsoperation, wie furchtbar. Also, ich finde, es ist eine ästhetische Sache, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und komischerweise, als ich das habe machen lassen, ich bin dann ganz offen damit um, ich hatte natürlich, okay, man sieht also ein paar Wochen erstmal ziemlich furchtbar aus. Also, die erste Woche sind ja noch die Fäden zu sehen, also dann solltet ihr wirklich zu Hause bleiben. Und wenn die Fäden gezogen worden sind, dann, das ist ja nur hier oben. Also ich habe es nur oben machen lassen. Man kann eine Lidkorrektur oben machen, man kann die Tränensäcke sich wegmachen lassen. Das hatte ich alles nicht. Also man sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Es ist also das Gesicht, das verfärbt sich als rot, grün, gelb, lila, also in Regenbogenfarben. Und es ist erstmal schon ganz schön erschreckend. Aber wie gesagt, das Ergebnis seht doch mal selber. Das ist doch phänomenal. Also ich meine, ich habe, ne? Also, was soll ich jetzt sagen? Ich finde es einfach toll und ich ärgere mich, dass ich das nicht schon mit 40 habe machen lassen, dass ich bis 55 gewartet habe, ja. Also, als ich das dann habe machen lassen, bin ich auch ganz souverän damit umgegangen und ihr glaubt gar nicht, wer mich alles daraufhin angesprochen hat. Ob das jetzt die Apothekerin waren, egal wer. Und alle, was und toll, jetzt, Mensch, erzähl mal, und wer ist denn das und kannst du mir den empfehlen und hier und da und was kostet das und tralala und hopsasa. Und auf einmal dieses Interesse, ich bin auf ein wahnsinniges Interesse gestoßen, dass Frauen aus allen möglichen Bevölkerungsschichten und allen möglichen Altersgruppen, auch die gesagt haben, Mensch, klar, das ist doch eine super Geschichte, weil
Es hilft dagegen keine Creme und kein Spritzen und kein gar nichts. Diese Haut ist überschüssig, die ist da und die muss weg. Wenn ihr euer Schlupflied, also wenn ihr diesen klaren Blick wieder haben möchtet und euch Schlupflieder plagen, entweder man findet sich damit ab, ist auch in Ordnung, oder man sagt, nee, ich möchte das nicht mehr, das stört mich wahnsinnig. Ich lasse das entfernen. Und das ist, wie gesagt, heutzutage kein Hexenwerk mehr und es lassen sich wahnsinnig viele Männer machen. Ihr glaubt ja gar nicht, als ich denn in diesem Krankenhaus war, also dieser plastische Chirurg hat natürlich auch Krankenhausbetten und das ist eine Privatgeschichte, die muss man bezahlen, das übernimmt nicht die Kasse. Das seit in den schwerwiegenden Fällen, wenn wirklich das Sehvermögen eingeschränkt ist, dann übernimmt wohl die Kasse das auch. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Männer unterwegs sind, was die... Ne, die sind ja also eitler, als ich dachte. Also unglaublich viele Kerle, die sich jetzt ihr Kinn ein bisschen markanter machen lassen, die sich die Nase korrigieren lassen, die sich die Ohren anlegen lassen, die sich die Tränensäcke wegmachen lassen. Und wie gesagt, das ist ein wahnsinniger Effekt. Das kommt mit keiner Massage und keiner Kosmetik. Da könnt ihr cremen und machen und massieren, was ihr wollt. Das kriegt ihr nicht hin. Also ich bin ein totaler Befürworter dafür, also jetzt nicht für ein totales straffendes Lifting, wo man dann aussieht, als ne, das alles nach hinten festgezurrt ist, sondern wenn das dosiert gemacht wird. Also gut, jetzt Lippen aufspritzen bin ich jetzt kein Fan von, aber gerade so diese Lidkorrekturen, das ist eine ein Eingriff mit relativ, also kein Risiko, das ist, also ihr werdet da nicht in Vollnarkose versetzt, es wird örtlich betäubt, ihr kriegt also alles mit, das Drumherum, und es ist eine wahnsinnige Wirkung. Also es ist, also jeden, den ich kenne, dem ich davon erzählt habe, war total begeistert, war angetan, wollte mehr darüber erfahren. Und wollte die Adresse von meinem befreundeten plastischen Chirurgen haben. Weil das ist wirklich das A und O, dass ihr einen guten plastischen Chirurgen habt. Also, weil ihr begebt euch in seine Hände und die Chemie zwischen euch muss stimmen. Und der Typ muss auch schon ein paar Sachen gemacht haben und muss euch was zeigen können. Wie ihr arbeitet, wie die Ergebnisse sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Jedenfalls, also was war jetzt der Sinn? Also diese Zeitung, die Schönheitsoperation, dass die Männer aufholen. Und ich wollte einfach mal darüber sprechen, dass wir Frauen, ich möchte ja demnächst auch was über Schlupflieder machen. Ich meine, gut, ihr könnt natürlich sagen, setzt sie sich dahin, die hat sich die Dinger ja machen lassen. Ich meine, ich habe nicht die straffen Augen einer 20-Jährigen mehr. Aber wie gesagt, diese Hooded Eyes, also das ist ja wie so eine Kapuze, ist ja praktisch, das ist schöner übrigens als Schlupflieder, Hooded, also dieses, wie es im Englischen, also dieses Kapuzenauge, ne, also praktisch dieses Lied wie so eine Kapuze über dem Auge so liegt. Wenn diese überschüssige Haut entfernt wird, das ist doch ein wahnsinniger Effekt. Und das ist ja, wie gesagt, das ist ja nur Haut, das ist ja nichts Lebensbedrohliches, was euch da entnommen wird, dass ihr danach jetzt irgendwelche schlimmen Befürchtungen haben müsst. Es ist lediglich etwas Überschüssiges, was wegoperiert wird und was einen wahnsinnigen Effekt hat. Was ich nicht gemacht habe, ich habe nicht im Internet mir das vorher angeschaut, am Auge, also ich bin da sehr, ich habe da so eine Fantasie, so eine Vorstellungskraft, ich wollte das nicht sehen, ich wollte das nicht wissen, was der da, wie das gemacht wird. Ich glaube, dann hätte ich wieder gekniffen, hätte Schiss bekommen. Aber ich bin doch sehr, sehr froh, dass ich es habe machen lassen. Und wie das oft im Leben so ist, habe ich mir gedacht, eigentlich hätte ich es schon früher machen lassen können. Schön blöd. Also wie gesagt, wenn ihr euch jetzt so mal in euch geht und bevor jetzt diesen großer Aufschrei, oh Gott, wie kann die nur und jetzt hat die und um Hilfe, lehnt euch doch mal entspannt zurück und denkt mal nach, inwieweit euch das stört. Und es ist natürlich auch eine Frage des Geldes, das ist richtig, aber man kann sich ja sowas auch zusammensparen. Gut, man kann sich jetzt ganz, ganz viele Schuhe und Handtaschen kaufen im Jahr. Oder man sagt, nee, ich investiere in so eine Geschichte, weil ich mich einfach besser fühle damit. Und ich finde, ich fühle mich seitdem viel besser, also viel wohler, weil
besonders auf Fotos ist mir das aufgefallen. Die Fotos von vor 2 Jahren im Sommer, das werde ich nie vergessen. Sag ich, mein Gott, eigentlich sieht sie noch ganz passabel aus, aber diese Schlupflider, diese Augen, das ist also dieser müde Hundeblick, ja. Das war nicht mehr auszuhalten. Und das war jetzt nicht so ein Leidensdruck, dass ich muss das jetzt unbedingt machen, aber es war doch schon ein gewisser Druck da. Und als dann die Idee mit YouTube aufkam, dachte ich mir, okay, also wenn ich das mache, wenn ich jetzt mit YouTube anfange, dann lasse ich das vorher machen. Weil wenn ich dann jetzt mit YouTube anfange, ist es schwierig, dann fällst du erstmal monatelang aus. Also vor YouTube habe ich angefangen, also habe ich mich, wie gesagt, um diesen OP-Termin bemüht und ich habe es keine Minute meines Lebens bereut und würde das immer, kann ich jeder Frau nur empfehlen, die damit ein Problem hat, die durch den Schlupfliedern leidet. Und die meisten Frauen, Hand aufs Herz, die meisten Frauen leiden darunter. Und da können wir schminken, so viel wie wir wollen, da können wir auch Techniken, gut, man kann ein ganz kleines bisschen kaschieren, aber wie gesagt, Schlupflied ist da und man kann es, wie gesagt, ein bisschen nach hinten treten lassen. Aber so, was soll ich jetzt sagen? Ich habe jetzt hier ein Statement gebracht zum Thema plastische Chirurgie und was, wie gesagt, hinter vorgehaltener Hand oft so betuschelt wird und nee, die hat doch aber keine gibt das so richtig zu und alles so, Gott, oh Gott, nein, bei mir ist alles Natur und alles schick und alles toll. Ja, also ich finde, man soll dazu stehen, wenn man sowas machen möchte oder hat machen lassen. Es ist alles eine Frage des Wie und ich finde, man kann alles machen. Ich bin kein Schwarz- oder Weiß-Typ. Ich mag gern so einen Mittelweg. Also, ne, ich bin nicht jetzt total für die, dass ich jetzt für die totale Schönheitschirurgie jetzt hier ein Band breche und sage, Mensch, ich würde das jetzt das und das und das machen lassen. Würde ich nicht, ich würde mir nicht die Brüste machen lassen. Ich würde mir auch nichts anheben lassen. Ich würde mir auch nicht die Lippen aufspritzen lassen. Ich würde mich auch nicht nach hinten, ich würde mich auch nicht jetzt liften lassen, aber die Lider waren mir ganz, ganz wichtig, die Augenlider, weil das Auge ist doch auch ein Kommunikationsmittel mitten im Gesicht. Und ja, also wie gesagt, das war mir jetzt mein Anliegen, dass ich einfach darüber öffentlich mal spreche. Die Apothekenzeitung hat mich dazu angeregt, dieser junge Mann hier mit seinen operierten Augen, dachte ich mir, ich werde jetzt mal mit meiner Community über Augenlidkorrekturen sprechen. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch wie immer alles Liebe, alles Gute, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.